Moin Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Ark. Ja. Ark. Birdie Voodoo ist auch wieder dabei. Und ja, unsere zwei Drachen. Und wir sind hier. Hier. Wieder mal bei unserem großen Gefängnis. Ja. Haben das Ganze ein bisschen überarbeitet, damit das Ja, einfach das so stimmt. dieses ganze Tor abdeckt. Und ja, wie ihr gesehen habt, ja, haben wir jetzt Drachen. Und ich zeige euch, wie ihr diese Drachen jetzt am besten bekommt. Wo bist du? Ich bin hinterm Tor. Achso. Ja, am besten sind halt schnelle Fliegtiere, ne? So ein Petri ist gut oder halt ein Greif. Ja. Aber ja. Da jetzt für einen Greif zu opfern, eventuell. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, es sind schon zwei. Wir fahren, wir gucken unten. Ich würde die Level gerne sehen, falls sie stark sind. Die Sache ist auch die, Leute, wenn hier eine Bifa mit beispielsweise Level 175 rumfliegt, muss auch ein Ei mit Level 175 da sein. Das stimmt. Also zu jeder Bifa gibt es ein passives Ei. Irgendwas gesehen hier? Hier unten ist Oder gleich hier? einer. Ich sehe es. Kannst du das Level sehen? Ich sehe den Schwanz öfters mal Blitzwefer Level 45. Da unten ist natürlich auch Nest 2 Nester. Es wird wahrscheinlich einmal Blitzwiefer sein. So, jetzt mal versuchen wegzulocken. Hinter dir ist auch noch eine unten, ne? Blitzwefer Level 66. Oh, 165. ja, danke. Und nicht die, das ist irgendwas anderes. Okay, ja, irgendwas anderes. Das ist. Ich fliege lieber. Wo ich mir immer so das ganze Zeit anzugucken. Bist du hinter mir? Au! Bin auf dir 45. gelandet. Na, aber ultimativen Schaden gemacht. Ja, du kannst Blitze spucken, jetzt verstanden. Soll ich helfen kommen oder Ja, tot? ist cool. Alles cool. Ich weiß gar nicht, ob es ein Weibchen ist, ne? Hätte man nämlich sonst gleich benutzen können. Ja, ich war jetzt ist auf jeden Fall weg. Die verfolgt mich immer noch. Ernsthaft? Ernsthaft? Was ist mit dir? So hat man schon mal einen Biber weggelockt. Ja, dafür ist halt der Greif ultimativ gut. Mit dem Sturzflug, da bist du so schnell. Das ist echt geil. Also Alter, die einen. verfolgt mich immer noch. Weiß noch nicht mal, wo du bist. Jetzt dreht's ab. Ne, jetzt greift was machst du jetzt? Greift so einen komischen Möwe an. Aber hier haben wir immer noch eine. Die so ein bisschen im Stein backt. Irgendwo. Der Sinn ist halt zu zeigen, wie es geht, ohne sie zu töten. Ja, also wer ist jetzt zu mir, wer ist jetzt zu sie getötet? Ja. Wir haben eine weibliche 165er noch da unten im Blitzwefer. Lass mich raten, die wird sie bestimmt haben. Ja. Ist das Es so? ist mir schön. Wir haben natürlich auch zwei Eier hier unten. Einerseits warten wir erstmal, bevor wir jetzt hier das Ich würde stoppen. gerne erstmal wiederkommen und meine Ausdauer erholen. Leider kannst du hier nicht von hier nicht in die Eier reingucken. Na, das ist Die Kacke, ja. Nester. Auf PC geht sowas mit dem Hardcore Spyglass. Hier nicht mehr das Da ist hier so ein Ei. Skorpion, was ist denn jetzt los? Was willst du denn von mir? Das ist Pawns Gesicht oder wie was? von Nest. Und da haben wir auch ein wie von Nest. Ah, Spinne! Oh Gott, eine Spinne. Ach Oh, eben, wie wo bist du erschrocken. denn schon wieder? Ich bin auf dem Weg zurück, weil ich die Wiefer weggebracht habe. Ich sehe doch irgendwie Ja, ne. Schadenspunkte. Titanbohr, ja, spuck mich voll. Ekelhaftes Vieh. Ja, guck einfach von der anderen Seite mal rein.
Fall doch hier nicht runter, Petri. Ja, am besten ist halt wirklich der Spot ganz oben, ja, das ist eigentlich am besten. Da kannst du ganz hinten an die Nester kommen oder vielleicht vorne. Lass da mal reingucken. Ja, du willst ja nur noch 65er rein. Hier sind halt zwei und hier ist nur eine Weaver, ja. Ne? Soll ich mal versuchen? Ja, musst du wissen, also. Versuch's. Wenn so rauskommt, kann ich sie ablegen und wegbringen. Wie immer. Leg doch mal der Ladung, Kackvieh, es brennt! Es brennt! Also die Liefer brennt? Ja. Okay. Liefer brennt 46. Okay. Ein Feuerwiefern-Ei. Ein neuer Spoke. Level 15. Und wir haben nicht. Super. Okay, beide Nester Apigross. Naja, das eine hätte man jetzt mitnehmen können. Aber. Ja, die Sache ist aber, man muss ja beachten, wenn du einen einnimmst, sollte man direkt abhauen. Naja. Also sucht euch am besten ein schönes Ei aus, was ihr auch haben wollt. Er will zum Beispiel Feuer, ich will Blitz, Gift will von uns keiner. Gift zwar ganz cool, aber. Ja. Die kannst du gut als Wachtürme benutzen, als Geschützturm. Irgendwo hin. Ach, da hier sind so viele Viefern hier irgendwo. Das ist nur so eine. Hinten im Wald sind. Im Wald? Ach, da! Ach, die in einem Wald. Oh, eine weibliche Feuerwiefer Level 190. Uff, das nimmt es euch. Ja, schon wieder 3 Stück. Blitzwiefer 85. Das ist weit hinten im Wald, die 2. So, passen die Feuerwiefer ist verdammt nah an die Ränder. Das ist schon zu nah. Hi. Nichts gesehen, ne, wa? Das ist weiter oben ein Stück noch. Ich würde mal sagen, die sind weiter oben, weil ich habe jetzt hier unten mal kurz reingeguckt und nichts gesehen. Ja, die müssten quasi genau unter der Feuerwiefer sein, die beiden Nester, die nächsten. Ich werde mal ein bisschen umfliegen und mal ganz oben gucken. Wollte ich jetzt gerade auch machen. Da wollte ich auch lang. Ja, naja. Alles andere wäre ja. Ja. Durch den Wald können wir nicht ganz. Oh, da ist noch einer. Noch eine. Oh. Oh, na. Was ist das da für einer? Rosin. Da, hinterm Stein. Das sehe ich natürlich nicht. Als doof ist halt die Ausdauer des Petris ist so. Ja, ich hab die nur auf Ausdauer geskillt, aber es sind halt Petris, ne? Hm. Oh, hier ist ganz schön nah einer. Eine Giftwiefer 85. Aber bei den Giftwiefern müsst ihr halt aufpassen, die gehen nicht auf Tiere, sondern auf euch. Ja, ja. Die sind eklig. Also keine Rüstung an, wie ich jetzt zum Beispiel, ist er tot. Ein Schuss nicht. Also eine Schwache kannst du vielleicht mal einen Schuss überleben, aber wenn sie nur 10 ist. Ja, oh, vielleicht. Krieg natürlich auch Folgeschauen, wenn ich sterbe, nicht Folgeschauen. Männliche Blitzwiefer 85 und weibliche Feuer 185. Ja, also wieder zwei starke Feuerwiefer. Hm. Rum und die kriege ich unten ins Visier. Das Dumme ist, die sind hier oben. Kommt doch jetzt eigentlich ran, wenn die hier oben schon fliegen. Ja, vor allem sind hier 1, 2, 3, 4, 5 wie von hier oben. Und unten sind auch noch 4. Hier vorne hast du eine Level 55. Da hast du 3 rumfliegen. 4. Vierer, eine ist hier oben im Kristall noch drin.
backt da so ein bisschen fast tot. Ist fast tot. Wahrscheinlich auch ein Lava geflogen, wie der unten nimmt. Das fliegen ja 5 Stunden rum. Oh, mega. Ja, das ist jetzt gerade nicht so schön. Das ist dolle. Da sind auch einige echt stark von. Ja. Ja, und was noch nervt, sind diese dämlichen Manden hier außenrum noch und die anderen Viecher, die ja einen ganze Welt penetrieren. Hier ist halt die nervige, diese großen hier oben, ne? Ich stehe hier ganz Alter, hier überall, egal wo ich langfliege, ne? Noch 2 in der Schlucht, sind wir schon bei 7, 8, 9, 10. Ach du Scheiße. Also 10 sehe ich. Hier unten ist wie gesagt nur eine. Ich stehe da überall, ne? Also egal wo lang fliegst du so. Ja, da haben wir reingeguckt. Das kann. Oh, jetzt verfolgt mich einer. Greift den Brontor, nicht mich. Ja, sehe es. Wenn er natürlich verfolgt werdet, beste ist es, über den Brontor durchzufliegen. Die haben nämlich eine große Reichweite von den Angriff. Dann könnt ihr die Blitzwiefer, wo die Wiefern halt treffen, und die Wiefern greifen dann durch den Brontor ein. Ja, meistens ist es auch so, wenn du ein bisschen Abstand zu den Wiefern hast, greifen sie alles an, was da rumläuft. Also, auch wenn sie den Rex ist, meinetwegen vor, auf den Rex zu halten, dann greift die Wiefer erstmal den Rex an oder einen Mammut oder. Aber das wird er ja sehen, wenn der gute Mann ein Ei hat. Ja, ich könnte mir jetzt ein Level 15 Ei holen, aber. Ja, Level 15 taugt nicht, sie müssten dann schon mal die 180, 185, 190 holen. Oder die 165er. Ja. Ich sehe eine Wiefer da hinten, mitten auf der Steppe, das wird wahrscheinlich deine sein. Jupp, aber die ist gleich an der 2. Und über mir ist die. Über fliegt eine Feuerwiefer rum, ja gut. Das, ganz oben ist das diese Hardcore-Feuerwiefer Level 190 oder was? Wie viel hast du jetzt mitgenommen? Wiefer und gar keiner. Also eine Blitzwiefer ist hinten auf dem Feld. Und zwei ja, sind da weggelockt. Ja, vielleicht 3. Oder? Nee, ja. Das wäre auch doof. Mann. Ich weiß nicht, wo ich hinfliegen soll hier, ne? Ja, hier ist gerade echt eklig. Hätte ich gesagt, wir nehmen einfach ein Ei, fliegen weg. Ja, dann verfolgen die einen, das ist richtig. Ja, und ich weiß nicht, ob wie viele dann mitkommen halt, ne? Ach, das ist es so. Und schon wieder ein PT zu verlieren, habe ich jetzt auch keine Lust zu, ne? Was denn? Ja, ein Problem. Was denn? Was denn? Weibliche Alpha wie von Level 165. Wo? In den unteren Teil. Also in der Mitte ungefähr. In der Mitte. Da wo du vorhin reingeflogen bist. What? Aha. Wo sind die denn? Wer bist du? Ich bin jetzt kurz beim Eingang, wo ich vorhin reingeflogen bin. Siehst du mich hier? Ich flieg. Ne, den Schub da unten. Ne, es ist noch ein Schub da unten. Ne, es ist so hier, oder? Ich bin jetzt in die Höhle reingeflogen. Nee, nicht in die Höhle. Da wo du vorhin drin warst, wo ich die Blitzwiefer weggelockt habe. Hier ist ein Gift wie von Ei. Level 49, das bringt mir auch nicht. Ach da, die in dem Dingsbums ist. Ja, die in den Kristall steckt. Ach du, das ist eine Alpha-Wiefer. Mhm. Das ist eine Alpha-Wiefer. Weibliche Alpha-Feuer-Wiefer. 49 könnte man, ne? 49? Ja.
165 hat meine, die ich gesehen habe, wurde. 165? Jetzt will ich sagen, zwei Alpha wie von. Hier unten in den Stein, Bug Dingsbums da. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, ich bin nur auf der anderen Seite reingekommen. Ich hab hier eine. Wie von Nest will ich nicht sehen. Hier da hinten. 165. Weiblich, die... Alpha, Feuer, wie von 165. Ja, okay, dann. Genau, jetzt geradezu. Da, genau da, fließt du drauf zu. Hier okay, ist 165. Oh. Und da hinten ist ein Gift wie von ein Level 49. Okay, wenn jetzt hier ein Ei closed, ne? Bis zum Mond. Aber die könnte man mit der Falle, ist eine weibliche. Aber die kann man jetzt nicht betäuben. Ja, man könnte sie auch mit der Falle töten, aber dann bräuchte man 10 Millionen Pfeile. Oder? Ein weit. Mein Blitzweaver ist relativ weit durch den Strahlen. Das ist richtig. Ja, ja wenn. Ne? Ja, die Sache ist. Verkackst es, ist alles tot, was da steht. Kann man nicht hier wegfliegen denn? Ja, wichtig zur Klose stellen, wenn nicht sogar schneller als wir. Ey, wir tun das noch nicht Ewigkeiten verfolgen, oder? Das ist ein Alpha. Ja. Alphas sind doch nicht so. Ich weiß. Ja, mit dem Griffin würde ich so wahrscheinlich loswerden, wenn ich schnell genug runterkomme. Die Frage ist, ob die Eier legen. Die steht da genau an dem Nest. Ja? Ja, da genau neben dessen Nest. Meins, da unten. Das, wo ich jetzt drauf liege. Nein, genau neben der Wifon, neben der Alpha. Genau da ist ein Nest. Hm, jetzt macht man jetzt. Hier brauchst du nichts versuchen, also. Wenn wir mal irgendwo. Oder da oben versuchen, ein Ei zu kriegen, weil. Ja, selbst aber wenn du hier runterfliegst, kriegst du mit der Probleme wahrscheinlich, ne? Ja, du kannst ja, wenn du von oben eins rausholst, musst du ja nicht hier lang fliegen. Mit der will ich mich jetzt nicht anlegen. Nee. Eigentlich ja, aber eigentlich. Aber... Ja, ich habe auch keinen Bock mehr, meinen Greif zu verlieren wegen. Weiß ich nicht, ja. Ich habe noch nie eine getötet, so großartig von den Liefern, ne? Das ist so keine mit so einem hohen Level. Also eine schwache, ja. Das Problem, ah, dich. Das Problem ist, legen wir das jetzt halt mit mehreren Wiefern ein oder halt mit einer Alpha, ja. Aber das sind auch keine guten Eier da unten. Es ist wie gesagt ein Level 49 Ei. Ich hätte gern das 190er Feuer Ei, ne? Das hätte ich echt gerne. Okay, das sind weniger Wiefern, die wurden. Das war 85er Feuerei, das wäre auch schon nicht erotisch. Da ist ein Nest, dann zwei Neste. Da oben ist eine Wifon. Drei Wifon. Vier Wifon. Also jetzt hättest du gerade eine Chance, ne? Ich wüsste jetzt bloß nicht wohin. Jetzt unten zu dir hin. Ich bin hier oben. Ja, hier unten ist ein Nest. Im Wald ist noch einer. Das Beste wäre halt durch den Wald oder Steppe da unten und versuchen, ihn abzustreifen, wenn ich was verfolgt. 95 Blitzwiefer. Bringt nichts. Und oben in dem Nest? Ich lasse ihn oben. Ja, genau über dir. Weiter, 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 weiter. Mist. Wo ist denn das 185er oder 190er? Das brauche ich auch. Ich brauche die 165er Blitzwiefer, die wäre auch schon nicht geil. Ist hier unten noch was bei mir? Ich weiß nicht, wo du bist. Also, siehst du die beiden Brücken da vor dir? Ja. Bei der zweiten Brücke ist eine Biene. Also bist du bei der nächsten Brücke. Boden. Ist gerade ein Stück weiter nach hinten rausgeflogen. Aber über dir ist ein Giftwiefer irgendwo. Ey, draußen ist da hinten.
Ist so eine Event-Weaver. Eine pink-weiße. Rot-weiße Weaver. Ach du, das ist auch noch eine Blitzweaver hier hinten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 sind hier oben in der Schlucht. Ja, hier unten ist noch eine Blitzweaver, Level 155. Also ich. Diese, Alter, hier fliegt alles, ne? Also 8 Stück sehe ich gerade. Allein in der Schlucht, alleine. Oh, da ist eine tot gegangen. Oh, schön. Zwei tot. Und zwei tot. Die sieht übelst geil aus, ne? So wie eine Giftwiefer. Die weiß-rote. Das sieht echt mega aus. Nee, nehmen wir da oben. Ja. Sieht echt geil aus. Oh ja. Es ist, müsste eine Giftwiefer sein. Ja. Vom Kopf. Blitzwiefer! Das könnte auch sein, ne? 50, wow. Low. Ja, wie gesagt, 1,95, was ich jetzt gesehen habe. Die Sache ist, ich mach die Giftwiefer. Oh. Ist auch ein Nest. Also ich, zwei Nester sehe ich noch oder kommst du überhaupt nicht ran? Ich habe hier auch ein Nest gefunden, mitten in der Höhle. Ja, dann doch Nester, ja. Ja, Level 13, vorher wie von nein. Ah ja gut, ich muss sagen, wenn hier eine Alpha ist, ist klar, dass da so viele andere sind, ne? Ja. Hier sind noch zwei, oder? Das ist halt die 155er am Weg. Und die Giftwiefer hier. Ja. Sie hätten hier was drin, oder nicht? Hier ist ganz unten in der Schlucht, ne? Und dümpel hier rum. Giftwiefer. Giftwiefer Level 100. Da ist noch ein Nest. Und Giftwiefer geht runter, ne? Die landet da auf der Brücke. Oh, ja. Ja, vor hier auf der Brücke, genau. Hm. Hm. Ich weiß gerade nicht, wo die auch da ist, oder 55er. Scheiße. Ja, die Giftwiefer steht genau vor mir, ne? Ja, hab ich beide eben gesehen. Da ist noch eine Fremde, ich werde Level. Was geht denn aber los? Also 1, 2, 3 Nester sehe ich gerade. Ist die Wiefer gerade in die Höhle geflogen? Habe ich gerade nicht gesehen, aber ich sehe sie nicht mehr. Ich dachte, die kommen hier nicht rein. Wenn ein Ei drin liegt, dann müssen die auch mal wieder reinkommen. Ja. Okay, ich stehe. Weil ich dachte, ich so fliege durch Höhlen, weißt du, nicht so. Dann wird bestimmt keiner durchkommen, ne? Ne, eben sehe ich, dass da eine Giftwiefer reinfliegt. Na, unter mir ist ein Nest, aber ich weiß nicht, ob ich da hinfliegen sollte oder nicht. Unter dir ist das Nest, sehe ich. Ja, aber ich sehe nicht, ob das drin ist. Nee, ich auch nicht. Soll ich ihn fliegen? Jetzt quer rüber fliegen? Okay, du fliegst schon. Es ist Feuer wie vor drin, aber ich weiß nicht, wie ich es lösen will. Und ich mal? Ja, die Beziefer ist halt wohl. Aber versuch mal. Was kommt, denke ich, hab. Tarnmodus! Tarnmodus. 100. Ach, Scheiße, brauchen wir nicht. Und wo wäre noch ein Nest? Die 155er ist in der Lava ersoffen. Ist geradeaus, genau hinter diesen. Zwei Stück. Ja, da sind zwei. Da sind zwei. Also zwei Nester. Ja, ich weiß, aber es ist dann eine Wiefer. Ich sehe gerade keine mehr. Geradeaus vor mir ist keine. Ja, flieg. Flieg, flieg, kleiner Mann. Ein ist. Level 2. Hinter dir ist noch eins. Level 20. Hinter dir. Und ein Giftwiefer, ey. 85. Oh, es ist doch. Da hinten sind noch Wiefern. Ey, ich sehe noch. Irgendwo das 155er Ei sein, von 155er Blitzwiefer. Muss irgendwo sein. Such das nächste einmal. Oh, noch ein Blitzwiefer. 90.
Ich weiß jetzt bloß nicht, da hinten sind noch eine Wiefer und ein Nest, zwei Wiefern und ein Nest. Warte, ich würfel das mal. Da ist ein Giftwiefer auf jeden Fall. Zwei Nester sind hier oben noch. Und zwei Wiefern. Ja, moin. Jo, grüß dich. So, komm mal mit, Junge. Welche lockst du denn jetzt weg? Irgendeine Blitzwiefer, die schwache, die pink-weiße. Besser, jetzt habe ich hier trotzdem noch eine Giftwiefer. Ja, das war nicht geplant. Ich kann auch aus ihren Stein raus und mir dürfen. Eine Giftwiefer von. Ich würde jetzt gerne mal reinlegen. Macht doch immer noch zwei Bieteris mit, wenn das schief geht. Oh! Oh! Das nehme ich mit. Fuck. Und weg. So Leute, so kriegt man schon mal ein Ei. Ich habe einen Blitzwiefer, ein Level 165. Ja, ich habe Probleme. Ein bisschen erschrocken, dass mein Petri gekackt hat. Mhm. Oh, 65 ist gut, ist gut. Ja, mich verfolgen zwei Wiefern. Ich glaube, ich war so 90er hin, also wahrscheinlich, weil die beiden weg sind, ist das schnell weg. Und Hai hier im Wasser. Uff. Ich hätte bloß auch noch Probleme, ne? Ja, mein Greifer hat auch gerade extrem gelitten. Die verfolgen mich immer nur. Ja, ich bin ja auf dem Weg zum Rücksmüll. In der Schlucht. In der Schlucht? Nein, in der Schlucht von meinem Giganoto. Ah. Alter, ach du Gott. Ach du Gott. Mein Preti kann jetzt nicht mehr. Ich bin auf dem Weg. Ich weiß noch nicht, wie ich dir helfe, aber ich werde es mal boxen. Ich muss lernen. Und wie viel Luft haben sie noch? Ich weiß es nicht. Ich hab's, glaube ich, immer in der Schlucht abgehängt. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ja, ich hab's ja noch zum Angreifen drin. Da war nichts. Nicht? Nee. Ah, okay. Das war nur riesige Gallis und so rum. Bei alle Fälle habe ich sie abgehängt. Na, so gut. Ich weiß zwar nicht, wo sie gelandet sind, aber sie sind gelandet. Hat zwar ein bisschen lange gedauert, das Ei zu kriegen, aber. Ja, aber durch eine Alpha-Wiefer und was ich weiß. Da rumrennt. In allen Fällen müssen wir nicht mal aufpassen, wenn wir durch die Schlucht fliegen. Ja. Ja. Oh. Ich bin jetzt gleich beim Moos. Achso, ich bin hier über der Unterrichtung. So. Mal das Ei in Sicherheit bringen. Oh, 165, naja. Oh, erschreckt mich nicht. Sorry. Puh. Naja, war eigentlich. War. Hat so ein bisschen gedauert, aber dann, also wir hätten ja schon vorher welche haben können. Ja, aber wir müssen ja. 65er, das schmeckt schon mal. Das schmeckt auf jeden Fall schon mal. Ja. Ja, mal, Leute. Ja. Jetzt wisst ihr, ja schon mal ein Ei besorgen können. Am besten halt wirklich mindestens zu zweit. Ja. Dass einer gucken kann und einer. Wie gesagt, einer guckt von oben, einer fliegt unten bei den Eiern gleich lang. Denkt am besten und dann lockt die am besten weg und dann. Ja, mit so einem Greifen geht das natürlich auch wunderbar. Ja. Na gut. Einnehmen und dann kannst du abhauen.
Aber ihr habt gesehen, so einfach bekommt man ein Ei. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Bis Mal. zum nächsten Mal.